Stopp, zuhören, reiß mit mir in die Vergangenheit. 1945, das Deutsche Reich wird befreit. Wird befreit oder wird verteilt? Dies ist die Frage, die sich stellt. Was bedeutet Einigkeit, Recht und Freiheit in einem Land ohne Verfassung? Bei uns herrscht Waffenstillstand. Du glaubst mir nicht, dann schlag es nach und informier dich. Sogar Wikipedia sagt dir, dass es so ist. Die Bundesrepublik Deutschland ist eine GmbH. Sag mir, was steht auf deinem Pass? Wir sind das Personal. Unsere Staatsangehörigkeit ist deutsch. Deutsch ist kein Land. Zwei Zufälle auf einem Dokument? Interessant, dass in dem Land, in dem man nichts dem Zufall überlässt. Ab November 2010 gibt es E-Pässe. Im Reisepass wird der Fingerabdruck zur Pflicht. Welcome back, Stasi. Mehr als mein Mittelfinger kriegt ihr nicht. Ich will euren Pass nicht, will eure Lügen nicht. Ich verbrenne die deutsche Flagge, weil es Deutschland nicht gibt. Dies sind die Farben der Weimarer Republik. Alles wird ferngesteuert. Geld, Menschen, Politik. Die europäische Verfassung setzt das Grundgesetz außer Kraft. Folgen sind Zensur und Zentralisierung der Macht. Wirft man einen Frosch in heißes Wasser, springt er raus. Doch erhöht man langsam die Temperatur, geht er drauf. Und genauso geht's uns auch. Nur niemand spricht es aus. Spätestens wenn es zu spät ist, glaubst du mir und wachst auf. Wir denken nicht nach, nein, wir fühlen nichts mehr. Wir funktionieren wie Maschinen, innerlich sind wir leer. Denn eine ganze Generation einer Nation befindet sich in einer Situation der Stagnation. Warum sollen wir verblöden? Warum lasst ihr uns allein? Weil wir für unsere Freiheit kämpfen, sollen wir Terroristen sein? Seid wir wirklich so dumm und lassen uns kontrollieren von ein paar hundert Menschen und einem bisschen Papier? Wenn wir so dumm sind, haben wir es nicht besser verdient. Sitzt die Erde in Brand und übergießt sie mit Benzin. Sind wir wirklich so weit und lassen uns diktieren, wie wir zu leben und zu denken haben, bis wir krepieren? Wenn wir so weit sind, haben wir es nicht besser verdient. Setzt die Erde in Brand und übergießt sie mit Benzin. Ihr vergiftet unser Wasser und unser Essen, verpestet unsere Luft, denn ihr seid wie besessen von dem Gedanken, uns alle zu kontrollieren. Ihr nehmt viel Geld in die Hand, um uns zu analysieren. Schublade auf, Schublade zu, ihr geht nicht nur über Leichen, ihr tötet Generationen. Ihr nehmt uns unsere Kultur, nennt das dann Integration. Wir sollen tun, was euch gefällt, das nenne ich Diktatur. Wer nicht mitmacht, ist kein Patriot. Doch wer es tut, ist ein Idiot. Denn wenn wir alle gleich sind, sind wir alle tot. Namen werden zu Nummern, Blut wird zu Geld. Trotzdem schuften und sterben wir für eine neue Welt, in der wir nichts verloren haben, in der es für uns keine Zukunft gibt. Bist du ein Sklave des Systems, wirst du vom System gefickt. Die Bundesbank, die Allianz, die Schufa, die GEZ, UNICEF, WWF, Greenpeace, alles Dreck. Wir sollen glauben, dass Politiker Probleme lösen können. Doch wenn es brenzlig wird, sind sie die Ersten, die rennen. Sie haben keine Superkräfte, sie werden fürs Quatschen bezahlt. Sie werden uns vorgesetzt, so als hätten wir eine Wahl. Nur haben wir die leider nicht. Wir wählen schwarz oder weiß, wählen rechts oder links, wählen Mist oder Scheiße. Die Qualität sinkt, sodass die Quantität steigt. Die NPD, die Linke, die Piratenpartei, alles nur Gesülze, niemand hat den Masterplan. Weder Merkel noch Obama und auch nicht der Vatikan. Wenn die Politik versagt, muss der Glaube dran glauben. Der Papst ist nur ein alter Mann mit angelegten Daumenschrauben. Unsere wahrhaftigen Herrscher sind die United Nations, das CIA, the Council on Foreign Relations, die Bilderberg Group und the Bohemian Club, die Zentralbanken und der Europäische Rat. Sind wir wirklich so dumm und lassen uns kontrollieren von ein paar hundert Menschen und einem bisschen Papier? Wenn wir so dumm sind, haben wir es nicht besser verdient. Setzt die Erde in Brand und übergießt sie mit Benzin. Sind wir wirklich so weit und lassen uns diktieren, wie wir zu leben und zu denken haben, bis wir krepieren? Wenn wir so weit sind, haben wir es nicht besser verdient. Setzt die Erde in Brand und übergießt sie mit Benzin. Nun gut, ich leg die Karten auf den Tisch, erzähl euch, was Fakt ist. Der Vater meiner Freunde denkt, ich bin Islamist, Fundamentalist, Terrorist. Nur weil der Schwiegersohn in Spee nicht gerne Schweinefleisch isst. Ich bin kein Moslem, kein Christ, ich bin Atheist. Ich glaub an das, was ich verstehe, ich glaub nicht an nichts. Doch verstehe ich etwas nicht, dann verstehe ich's halt nicht. Ich brauche keine Bibel, die mir auch nur sagt, dass das so ist. Man sollte jeden glauben oder eben nicht glauben lassen. Doch genau das darf die Religion nicht zulassen. Denn wenn die Massen von ihrem Verstand Gebrauch machen, wird die Welt sich verändern und der Mensch muss aufwachen. Wir können uns nicht mehr verstecken hinter Jesus und Gott. Die
Die Welt ist keine Scheibe und das Klima ist top. Doch die Pole werden schmelzen. Das wäre nicht das erste Mal. Und es wird ganz furchtbar heiß. Auch das war schon da. Ich frag mich, wie geht's der Schweinegrippe? Mir geht's gut. Warum lebe ich noch? Warum sind wir nicht alle tot? Ach, was soll's, mit Sicherheit kommt schon bald die nächste Grippe. Frag mich nur, wie sie die nennen. Fisch, Enten oder Tofu-Grippe. Hauptsache ist, wir haben Angst und bezahlen für die Spritzen. Von Folgen für Kleinkinder sollen wir nichts wissen. Denn niemand weiß, was die Folgen sind. Es gibt keine Studien, man impft einfach blind. Nach dem Motto, wird schon gut gehen und wenn nicht, wissen wir mehr. Die Pharmaindustrie reibt sich die Hände und will noch mehr. Impfungen für alle, die ganze Welt wird geimpft. Panikmache überall, obwohl wir gar nicht krank sind. Ich frag mich, sind wir schon so abgestumpft oder haben wir einfach keinen Bock mehr? Revolution heißt, von unserem Blut fließt noch mehr. Noch mehr? Noch mehr. Doch wer zum Widerstand aufruft, hat morgen keinen Job mehr. Sind wir wirklich so dumm und lassen uns kontrollieren von ein paar hundert Menschen und ein bisschen Papier? Wenn wir so dumm sind, haben wir es nicht besser verdient. Ist die Erde in Brand und übergießt sie mit Benzin? Sind wir wirklich so weit und lassen uns diktieren, wie wir zu leben und zu denken haben, bis wir krepieren? Wenn wir so weit sind, haben wir es nicht besser verdient. Setzt die Erde in Brand und übergießt sie mit Benzin. Sind wir wirklich so dumm und lassen uns kontrollieren von ein paar hundert Menschen und ein bisschen Papier? Wenn wir so dumm sind, haben wir es nicht besser verdient. Setzt die Erde in Brand und übergießt sie mit Benzin. Sind wir wirklich so weit und lassen uns diktieren, wie wir zu leben und zu denken haben, bis wir krepieren? Wenn wir so weit sind, haben wir es nicht besser verdient. Setzt die Erde in Brand und übergießt sie mit Benzin. Sind wir wirklich so dumm und lassen uns kontrollieren von ein paar hundert Menschen und ein bisschen Papier? Wenn wir so dumm sind, haben wir es nicht besser verdient. Setzt die Erde in Brand und übergießt sie mit Benzin. Sind wir wirklich so weit und lassen uns diktieren, wie wir zu leben und zu denken haben, bis wir krepieren? Wenn wir so weit sind, haben wir es nicht besser verdient. Setzt die Erde in Brand und übergießt sie mit Benzin. Deutschland, es ist Zeit aufzuwachen. In diesem Land läuft etwas schief und alle schauen zu. Schaut euch den Himmel an, seht ihr die Streifen? Dies sind keine Kondensstreifen, auch wenn sie versuchen, uns dies weiß zu machen. Und wie sieht's mit eurem Wasser aus? Trinkt ihr gerne Volvic? Mit Geschmack oder ohne? Schaut euch den Chloridwert an. Dies ist der 180-fache Wert von normalem Tafelwasser. Ihr wollt Fingerabdrücke von mir, damit ich das Land verlassen darf? Meine Fresse, wie weit ist es gekommen? Wo sind wir? Ha? Das Land der Dichter und Denker ist verkommen zu einem Land der Wichte und Idioten. Der Nachäffer, der Mitläufer, der Duckmäuser. Was ist bloß los mit uns? Ha? Ich bin in diesem Land geboren, wurde erzogen wie ein Deutscher. Ich liebe die Menschen in diesem Land, ich liebe dieses Land. Deshalb stehe ich hier und mache meinen Mund auf. Also macht doch ihr euren Mund auf. Lasst euch nicht unterkriegen. Gemeinsam können wir alles schaffen. Denn wir sind der Souverän. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk.